So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Aber bevor wir in den Shop reingehen, erstmal müssen wir wieder ein neues Mitglied begrüßen. Nämlich der liebe Petcall hat es jetzt geschafft, auch in die Familie zu kommen. Also herzlich willkommen. Und dann muss ich mich noch bedanken bei Moonlight, der sein Abonnement, ja im Prinzip schon seine Mitgliedschaft verlängert hat, hat jetzt das türkisfarbene Symbol vor dem hinter dem Namen. In dem Sinne auch an dich, vielen, vielen Dank für den Support. Also ganz besondere Grüße gehen heute mal an euch zwei raus. So, dann würde ich sagen, gehen wir auch mal rüber in den Itemshop, gucken einfach mal. Oha, oha, da, da, sieht ganz nice aus. So, da haben wir einmal die Arktika. Gut, die Wintersachen sind zwar jetzt raus, aber ich sag mal ganz ehrlich, ich schätze mal, dass wir jetzt kurz davor stehen, dass alles vorbereitet wird. Dann müssen wir noch, ich habe ja schon gesagt, viele Skins sind eigentlich nicht mehr da, die kommen können. Also viel wird da nicht mehr kommen. Da wird noch dieser eine Skin kommen, hoffentlich. Dieser goldene, nicht, dass ich mir die Pickaxe umsonst gekauft habe. Aber viel wird da jetzt erstmal nicht mehr kommen bis zum 20. Aber hier nochmal Arktika halt. Ist nice. Also ohne Quatsch, auch das Rückenass zwar passt perfekt. Aber wir dürfen nicht vergessen, so viel Schnee haben wir nicht mehr. Also warum sie jetzt nochmal die ganzen Wintersachen auspacken? Naja, dann haben wir natürlich die männliche Variante, nämlich die Schneepatrouille. Der Skin ist nice. Also da muss ich ehrlich sagen, der gehört auch definitiv mit zu den besten 1200 V-Bucks Skins. Den würde ich sogar selber spielen. Also der ist wirklich nice. Aber ihr wisst ja, entscheidet es einfach selbst, nicht so wie ich das empfinde, sondern ihr müsst mit dem Skin klarkommen. Und denkt immer dran, ihr seht den nur von hinten. Also von vorne kann der Skin noch so schön aussehen, aber ihr seht ihn die meiste Zeit so. So, dann gucken wir mal gerade, was noch drin ist. Rückenaccessoire passt natürlich auch perfekt. Also die Abstimmung ist einfach. Der ganze Skin ist geil. Doch, ohne Quatsch. So. Dann haben wir noch pinke Zackenhaken. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, für 500 V-Bucks, naja, bisschen teuer irgendwie, weil die sind halt doch ziemlich einfach. So, das waren die. Dann haben wir den Kampfbrocken, sage ich jetzt einfach mal. Nämlich die Polarpatrouille haben wir wieder drin. Mit passendem Rückenaccessoire. Aber ich sag ganz ehrlich, das ist halt wirklich ein Brocken. Aber wer hat schon mal einen schmalen Eisbär gesehen? Ja, da haben wir nämlich dann auch das Problem. Aber der Skin an sich ist schon nice, um Gottes Willen. Aber er ist halt wirklich verdammt breit. Also, ich weiß nicht, wie ihr damit klarkommt, aber so breite Skins, die nehmen mir einfach eine Menge Sicht weg. Und manchmal habe ich eh das Problem, der Gegner ist quasi genau in der Blickrichtung, wie der Skin ist im Nahkampf. Da weiß man nicht, wo der Gegner ist. Also mich stört das schon irgendwo ein bisschen. So, dann gucken wir, was wir sonst haben. Die Fischzapfen. Also wenn man den Skin hat, dann sollte man sich eigentlich auch diese Fischzapfen holen, weil das passt halt wirklich perfekt zusammen. So, und denkt dran, guckt einfach nach, ob mein Creator-Code noch drin ist. YT-FamilyHack. Support geht schon mal an der Stelle an euch wieder zurück. Weil ihr wisst ja, eine Kleinigkeit kann ich daran verdienen, wenn ihr euch über meinen Creator-Code irgendwas kauft. So, dann gucken wir direkt mal weiter. Was haben wir hier? Oh, hab ich eben gar nicht gesehen. Power Tort aus Season 3. Ja, aber ganz ehrlich, zur damaligen Zeit, ja, vielleicht ein 2000 V-Bucks-Skin, aber zur heutigen Zeit wäre das, sag ich mal, so ein 1200er Skin. Also 2000 V-Bucks absolut nicht wert. Ne. Da muss ich sagen, nicht kaufen. Außer ihr feiert den Skin übelst, aber ich glaube, also ich würde sogar behaupten, der Skin wird heute überhaupt nicht gekauft. Überhaupt nicht, egal von wem. Also es ist halt einfach kein 2000 V-Bucks Skin. Es ist in meinen Augen, wie gesagt, ein 1200, ja, aber mehr auch nicht. Dann dazu noch die richtig passende Pickaxe, die Anarchiehacke. Warum hat die denn so einen Schub? Die hat so einen Schub im Sound drin.
und Stage Drive. Der Kleider dagegen, der ist wieder nice. Also ich feiere ja genau diese Kleider. Ich sage immer wieder, für mich sind das die OG-Kleider, ganz einfach wie sie gemacht sind, also ohne Quatsch. Ich mag sie einfach, die Shop, der könnte aussehen wie er will, er wird mir immer gefallen. So, aber warte mal, ich wollte gerade nochmal aufklappen. Ich finde die Kleider einfach am besten. So, und dann haben wir Eta nochmal drin. Das hat ja gut, nochmal ist gut, aber ich persönlich habe den gar irgendwie gar nicht gesehen. Sie ist so ein bisschen wie die weibliche Variante vom Neo Versa Skin. Aber ja, ich weiß nicht, das Gesicht gefällt mir so irgendwie überhaupt nicht mit der Maske. Weil hier das hätte wächst. Ah ne, die Maske, die macht irgendwie vieles kaputt. Hätte ein normales Gesicht, würde es nice aussehen, aber so. Naja. So, dann normales Rückenaccessoire. Ja, ist farblich abgestimmt, aber ist jetzt auch nicht gerade das Rückenaccessoire, worauf alle gewartet haben. So, dann haben wir die Taxifahrerin mal wieder drin. Ja, halt 800 V-Bucks-Skin. Ich denke mal, da braucht man eigentlich nicht viel sagen zu. Dann haben wir Flugkarpfen. Gefühlt auch noch nie gesehen. Ah, sieht so ein bisschen Pokémon-mäßig aus. So die Schnauze erinnert mich wirklich an Pokémon. Pokémon! So, dann haben wir Jubelstimme. Und wir haben kleine Schritte. Das ist halt wirklich so der Season 1 Tanz, würde ich jetzt sagen. Gerade weil man ihn halt miteinander machen kann, ist schon nice der Tanz, um Gottes Willen. Aber es muss halt wie immer jeder selbst entscheiden, ob er die Tänze haben möchte oder nicht. Wie gesagt, was das Hochladen betrifft, sage ich schon direkt, wird heute ein bisschen später werden. Ein bisschen später wach geworden, ein bisschen später am PC. Katzen wollten wieder mal fressen haben, haben aber nur Theater gemacht. Also da nicht wundern, die werden dann heute Abend erst kommen. Dann gucken wir noch gerade Tanzspagat. Auch bekannt. Aber da ist die Musik geil. Die ist wirklich nice, die Musik. Doch, die ist nice. Also die auch als Hintergrundmusik kann ich mir irgendwie ziemlich gut vorstellen. So, das war schon wieder mit dem normalen Top. Wir gehen jetzt direkt mal rüber zu Rette die Welt. Gucken einfach mal, was da so passiert ist. Und ihr habt es ja unten rechts gesehen, die Wartungsarbeiten werden vorbereitet. Bedeutet, wir bekommen heute einen neuen Patch. Wir müssen dann einfach mal abwarten, was da genau passiert. Weil geleakt wird da irgendwie nicht mehr wirklich was. Aber vielleicht kriegen wir jetzt schon eine kleine Map-Veränderung, wer weiß. Aber ich denke mal, das wird alles erst zum neuen Battle Pass kommen. Denke ich eigentlich wirklich, wenn wird alles im Hintergrund gemacht, dass es quasi nur noch online gehen muss, aber ich denke mal, da wird heute wieder nicht wirklich viel passieren. Das ist einfach meine Vermutung. Oha, schmeckt. 300 V-Bucks. Hol mir gerne mit. Ein Upgrade-Lama. So, schauen wir gerade mal, was haben wir im Lama-Shop drin. Einmal Upgrade-Lama, einmal die Falle, einmal den Helm und dreifach Lama. Bedeutet, wir kriegen 4 Überlebende. Aber 4 Überlebende, ja gut, 4 Überlebende für 120 V-Bucks. Ja, muss jeder selber entscheiden, sage ich jetzt mal. So, hier hat sich nichts geändert. Da ist erst morgen alles fällig. Hier denke ich mal, passiert auch nichts mehr bis zum Battle Pass. Also da müssen wir uns einfach ein wenig gedulden. So, dann gucken wir gerade mal hier nochmal, was das Lama in sich mithält. Oh, ganz normales. Ich brauche einen Überlebende. Überlebende. Ja, jeder Überlebende ist gut. Danke. Ja. Weil mir fehlen einfach die Überlebenden-Handbücher. Ich habe jeden Blödsinn inzwischen. Aber, könntest du mal gerade sehen. Zack, weiterverwerten, wiederverwerten. Ah, oh, doch, den könnte ich aufleveln. Ah, oh, nice. Weil, wieso kann ich den aufleveln und die nicht? Ach, weil die 325 Handbücher braucht. Also, wir brauchen Handbücher, Handbücher, Handbücher ohne Ende. Aber man sieht ja auch in den anderen Zahlen, so viel Rette die Welt spiele ich zurzeit nicht. Aber das sind halt genau die Sachen, die ihr braucht, immer.
Wenn ihr Missionen macht aus Langeweile, guckt immer, dass ihr entweder einen Regentropfen, Blitz in der Flasche oder Auge des Sturms Aufgaben habt. Weil alles andere werdet ihr in der Regel im Überfluss haben. Außer Coco, er hat natürlich nie überlebenden EP. Keine Ahnung, wie er das macht. Aber ist halt leider so. So, dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem normalen Shop-Video. Denkt dran, gebt nicht zu viel Geld aus und in dem Sinne, haut.